Ahoi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schon wieder jemand am Rotieren. Einer am Rotieren. Ja Mann, für mich geht's bald auf sehr, sehr große Tour. Und deswegen wollte ich vorher noch mal eine kleine Runde schön entspannte Tour machen. Super. Digga, das ist nicht dein Ernst, Mann. Auf jeden Fall werden wir jetzt die nächsten Tage noch mal schön entspannt unterwegs sein. Heute geht's erstmal knappe 100 Kilometer Richtung Westen. Da werden wir Rikes Schwester besuchen, pennen da vielleicht noch im Garten. Dann geht's die nächsten Tage weiter, hoffentlich Richtung Holland. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis dann. Ja Freunde, und bevor es gleich losgeht, wollte ich euch nochmal zeigen, mit welcher Bibshorts ich heute unterwegs bin. Und zwar ist das die Bibshorts aus der Argo Venture Kollektion. Ist das auch die einzige Bibshorts, die ich überhaupt mit auf die Tour nehmen werde. Ich werde die ganze Zeit mit der Bibshorts fahren, zwischendurch waschen. Ich finde die einfach super praktisch, gerade durch die vielen Taschen fürs Bikepacken echt sehr, sehr gut geeignet. Ja, checkt gerne mal den Link in der Infobeschreibung ab und mit dem Code HOCHSCHALTEN gibt's 15% auf alle Sachen von Argo. Stöbert da gerne mal ein bisschen rum. Auch die Snackpacks kann ich euch sehr empfehlen, die am Rad dran sind. Das Flanellhemd. Ich packe euch ein paar Links in die Beschreibung, was ich mit auf diese Tour nehme. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß. Let's go! Nach Ewigkeiten sind wir fertig. Wir fahren jetzt erstmal ein bisschen hoch, meiner Schwester. Und haben auch nur ein kleines Geschenk, das ich hier noch mitschleppe. Ja, Mann, jetzt komplett alles am Start, Snackbags, Navi, Wasser, Schläuche, Portemonnaie, Geld und hier Schlafsack, Schuhe, alles am Start. Ja Mann, ich freue mich sehr, es geht endlich los. Ja, zumindest ging es fast los. Ich muss dann noch kurz einen Ordner für den Steuerberater fertig machen, den dann noch abgeben und dann ging es endlich los. Wir waren erstmal aus dem Bus statt Dschungel hier nach draußen. Kranz, Finkenwerder ist schon hinter uns gelassen. Das geht weiter die ganze Zeit an der Elbe entlang. Ja, Richtung Bremervörde jetzt erstmal. Ja, und so sind wir erstmal schön durchs alte Land hindurchgefahren, York, Ladekup und so weiter. Und dann weiter Richtung Bremervörde. Nichts Besseres als Äpfel aus dem alten Land, Alter. Sehr gut asphaltierte Straße. Und ich habe gehört, heute Abend gibt es was zu grillen. Freue ich mich auch schon drauf. Ja, mit meinem Setup bin ich eigentlich ganz zufrieden. Vorne richtig viel Stuff dran, aber es hindert null am Fahren. Und man kommt trotzdem noch schnell voran. Gute 90 Kilometer jetzt auf der Uhr. Die letzten 10 Kilometer jetzt noch. Und dann ist aber auch Zeit, mal den Grill anzuwerfen. Hier hast du zwei graue Enten. Die gehen an. Also hier rein. Ja, angekommen bei Rikes Schwester durften wir dann unser Zelt auch in ihren Garten aufstellen. Und hatten einen richtig schönen, entspannten Abend. Wir hätten natürlich auch im Haus pennen können, aber haben uns bewusst dagegen entschieden. Ja, und dann am Abend einfach nur schön gegrillt, die Sonne ging über dem Feld unter, richtig herrlich. Und ja, man hatte schon Bock irgendwie, sich dann doch fürs Zelt ready zu machen. Und ja, haben so die erste Nacht im Garten verbracht. Ultra viel Raum im Zelt, richtig schön gegrillt. Wir sehen uns morgen früh, bis dann. Draußen. Scheint schon wieder die Sonne. Ja Mann, einen wunderschönen guten Morgen. Schönen guten Morgen zum zweiten Tag. Ja, richtig entspannt noch bei der Schwester von Rike gefrühstückt. Im Garten das Zelt auseinanderbauen können, trocknen können, Schlafsack nochmal lüften können. Ich habe richtig gut geschlafen. Wie war es bei dir?
Hallo? Wow! Brain doesn't answer. Ich war gerade in einer anderen Welt. Brain.exe wird ausgeführt. Digga! Ich habe gerade über was ganz anderes nachgedacht. Ich habe gut geschlafen, aber sehr wenig, weil ich immer aufgeregt bin in der ersten Nacht. Ein richtig schön entspannt, morgens in der Sonne aufzuwachen. Und jetzt geht's weiter Richtung Holland. Heute erstmal Richtung Lea. Jetzt wird endlich wieder vor deutschen Supermärkten verhockt. Nicht mehr lange, dann gibt's endlich wieder Albert Heijn, Alter. Ja, wer schon mal mit Fahrrad durch Niedersachsen gefahren ist, der weiß, wodurch sich die Landschaft auszeichnet. In erster Linie durch viele Felder, viele platte Wege, kaum Höhenmeter und ja, wenn man Pech hat, Wind von vorne, wenn man Glück hat, Wind von hinten. Mittlerweile 85 Kilometer pro Uhr. Gleich in Lea angekommen. Immer noch herrliches Wetter. Ja, Mann, herrlich. Wir fahren hier gerade so eine richtig schöne Allee lang. Traumhaft bei dem Licht. Wieder genau 100 Kilometer vor Uhr und wir sind in Leer angekommen. Wir müssen jetzt erstmal nach einem Schlafplatz gucken. Wahrscheinlich werden wir heute die Nacht entspannt irgendwo hier auf dem Campingplatz verbringen. Direkt an der Ems. Mal gucken. Einmal hier wieder über die Brücke. Genau hier sind wir früher schon mal lang gefahren auf dem Weg Richtung Groningen. Richtig wild, ey. Damals war Dezember. Ja, Mann. Jetzt einmal über die Brücke und da drüben ist der Campingplatz. Gucken, ob die noch was frei haben. So, Leute. Alles am Start. Zelt steht auch schon. Zweite Nacht direkt neben einer Trauerweide. Ja, haben entspannt unser Zelt aufgebaut und so ein kleines Restaurant gesucht und richtig gut gepennt. Ja, Mann. Richtig gut geschlafen, Mann. Wunderschönen guten Morgen. Was richtig nice ist, dass man sich echt mal in das Zelt hinsetzen kann. Normalerweise schlafe ich ja immer im Biwaksack. Hier kann man schön seine Sachen unterbringen. Ja, Mann, wir packen gleich zusammen und gestern ultra witzige Begegnung. Waren wir ja abends noch schnell mit dem Rad durch Leer gefahren. Haben da auf Ralf getroffen. Ralf hat uns damals schon ein Stück begleitet von Leer Richtung Groningen und ist dann irgendwann wieder abgedreht. Und auf jeden Fall hat der uns gestern Abend getroffen und meinte, hey Max, kennst du mich noch? Und hat gefragt, was wir heute machen. Und wir haben gesagt, jo, wir sind weiter auf dem Weg nach Groningen. Und er sagt, ja, und dann kommt er einfach zum Frühstück bei mir vorbei, oder? Genau das machen wir jetzt, Alter. Richtig spontan werden wir jetzt erstmal zu Ralf gehen und da frühstücken. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank für die Einladung. Let's go. Ja, und das ist wirklich das, was mir an YouTube am meisten Spaß macht. Leute durch Community Rides kennenzulernen, zufällig irgendwo nochmal zu treffen. Und so hatten wir ein wunderbares Frühstück bei Ralf. Es war wirklich herrlich. Yo, Leute. Mittlerweile sind wir in Holland angekommen. Richtig schön. Gerade über die Grenze gefahren. Viele Grüße auch nochmal an Ralf, der uns zum Frühstück eingeladen hat. Richtig cool, Alter. Mega nett. Jetzt haben wir heute schon wieder richtig gut gefrühstückt. Auf dem Weg Richtung Groningen. Ja, willst du mir die Kamera in die Schnauze halten? Und das, worum man das mal am meisten erkennt. Die Fahrradfahrer. Alter, geil! So, Freunde, jetzt sind wir gerade hier im Stadtpark von Groningen. Und Rika hat uns einen wunderbaren Campingplatz rausgesucht. Da sind wir schon ganz gespannt.
Fun Fact, Rieke wollte heute eigentlich im Hotel pennen. Gar nicht wahr. Wir haben Max hat mich gefragt, ob ich im Hotel schlafen will. Max, nicht ich. Ich habe gesagt, nein, ich bin ein Zelter durch den Dürren. Oh, hier sind ganz... Oh, wow, hier sind richtig viele Zelte. Schau mal rechts. So, Leute, angekommen. Schön gemütlicher Platz. Mitten in Groningen. Wir zahlen 17 Euro für zwei Leute und ein Zelt. Ist entspannt. Dafür können wir heute Abend schön in die Stadt. Hier sollen wir rüber, Rieke. Umleitung. Ja, Freunde, jetzt sind wir links, 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 links. Sag mal. Läuft schon wieder super hier am Morgen, ey. Wir sind auf jeden Fall jetzt auf dem Weg Richtung Amsterdam. Ja, wir werden heute gute 130 Kilometer fahren, also ein bisschen längere Etappe. Und Rieke übt bis dahin navigieren. Schön hier, Mann. Mittlerweile ist schon wieder gute 70 Kilometer auf der Uhr. Und wir sind auf dem Weg zum Eiselmeer. Gar nicht mehr so weit. Und dann, glaube ich, kommt noch mal eine richtig schöne Route. Ein richtig schöner Abschnitt. Freue ich mich drauf. Hier, Leute, ihr wollt immer wahre Bikepacking-Emotionen sehen. Das ist nicht immer nur alles Sonnenschein. Das ist auch mal, dass man durchhängt, dass man keinen Bock mehr hat. Es sind jetzt noch 46 Kilometer, wir haben doch schon 75 auf der Uhr. Aber ist egal, einfach weiterfahren. Nach jedem Loch kommt auch wieder ein Gully. Und über den kann man dann rüberfahren. Ja, und tatsächlich kam der Wind doch schon ein bisschen mehr von vorne. Aber nachdem man dann so eine zähe Durchstrecke überwunden hat, dann das erste Mal am Eiselmeer direkt entlang zu fahren, war einfach nur richtig schön. Wir haben noch gesehen, wie sich die Brücke öffnet und haben eine kleine Pause gemacht und dann einfach immer nur am Meer entlang. Herrlich. Ja, Mann, heute der vierte Tag on Tour. Herrlich schön direkt am Eiselmeer lang. Wir sind jetzt schon mehr als 400 Kilometer in den letzten Tagen gefahren. Und sind jetzt auf dem Weg Richtung Lelystad oder so, das ist 50 Kilometer vor Amsterdam. Wir werden uns da nochmal einen Schlafplatz suchen und dann einfach nur den Abend heute noch genießen. Ich habe nochmal hier einen neuen Platz rausgesucht, wo wir gleich hinfahren. Und dann schauen wir uns den mal an. Sonne scheint. 131 Kilometer auf der Uhr. Wir sind angekommen. Freunde, einen wunderschönen guten Morgen, 9.30 Uhr. Ja, Mann, jetzt wird wieder alles zusammengebaut und dann geht's heute nach Amsterdam. Mann, heute der fünfte Tag auf dem Fahrrad. Wir sind auf dem Weg Richtung Amsterdam. Es ist wunderschönes Wetter. Wir haben Anfang September keinen Tropfen Regen gehabt. Die ganzen fünf Tage nur. Herrlich. Man muss auch mal Glück haben. Das ist so warm. Ich komme mir vor, als wenn wir hier mitten durch Spanien fahren. Das ist nicht mehr normal, ey. Guck mal, das sind die Radwege hier. Einfach mitten durch die Stadt wie eine Schnellautobahn für Fahrräder. Warum zur Hölle hat Deutschland das so verschlafen, ey? Das könnte so, so viel geiler sein. Weil hier ist es auch wirklich gar kein Problem. Einfach mitten durch die Stadt, einmal querbeet lang, nur entspannt. Thank you.
Freunde, gerade realisiert, dass wir mittlerweile so weit gefahren sind, dass wir auch schon mit Flugzeug nach Hause fliegen könnten. Kleine Planänderung, wir sind einfach direkt durch Amsterdam durch, hatten gar keinen Bock jetzt auf eine große Stadt, sondern wollten jetzt lieber noch mal ans Meer. Ja, sind direkt einmal quer durch Amsterdam durch, noch durch den Vondelpark, da ist mir eingefallen, dass ich vor 2-3 Jahren hier auch schon mal Marathon gelaufen bin, ganz zufällig, und daher schon so ein paar Strecken kannte. Und ja, jetzt geht's auf dem Weg Richtung Zandvoort, und da pennen wir heute mal nicht im Zelt, sondern haben uns so eine schöne Hütte direkt am Strand gemietet. Das Geile ist, dadurch, dass wir jetzt im September unterwegs sind, gibt es halt auch keine Ferien mehr, ist nicht ausgebucht, und man kann einfach sowieso die ganze Zeit hier richtig schön entspannt genießen. Hi. So ein bisschen vom Feeling her wie auf Island. 30 Grad wärmer. Wir sind gerade angekommen in unserer kleinen Hütte heute. Das ist vorne. Ist direkt das Meer. Ihr könnt euch denken, was ich jetzt machen werde. Nachdem ich erstmal hier den Schlafsack alles zum Auslüften hingelegt habe, werde ich erstmal schön eine Runde ins Meer gehen. Ja, ich würde immer sagen, wir hatten ziemlich Glück heute Nacht. Es hat so geschüttet und wir haben uns ja entschieden, so eine kleine Hütte zu mieten. Wir hätten bei dem Wetter gestern Nacht draußen geschlafen. Ich glaube, ich wäre ausgerastet. Also wir wären eh abgesoffen. Ja, und wir waren wirklich froh über unsere Entscheidung gewesen, dass wir diese Nacht nicht im Zelt, sondern in einer schönen Hütte verbringen konnten. Und dann morgens am Strand aufzuwachen, erstmal morgens ins Meer zu gehen, zu baden. Ja, und sich einfach jeden Tag so einzuteilen, wie man Bock drauf hat. Ich glaube, das ist einfach die größte Freiheit, wenn man nur mit dem Rad unterwegs ist, an keine Zeiten gebunden ist. Herrlich. Ja, es ist einfach immer noch das schönste Gefühl, von der eigenen Haustür aus mit dem Rad los und einfach auf Reisen zu gehen. Kein Gedränge, kein Gehupe, sondern nur du, dein Rad und endlos freie Routen, die nur darauf warten, von dir entdeckt zu werden. So, Freunde, die Sonne scheint, wir haben unsere Sachen ausgezogen. Seht ihr diese wunderschönen Radwege, und wir sind jetzt auf dem Weg von Zandvoort nach Scheveningen, genau. Moin! Moin! Geile Camp! Ja, Mann! Ja, alles gut? Alles klar bei euch? Hi! Was ein Zufall! Ja, Mann! Wir sehen uns spätestens in Finnland, ne? Ach, geil! Ja, seid ihr beide dabei? Nee, also sie kommt mit als Urlaub. Wir machen dann 2 Wochen Urlaub in Finnland. Damit. Ach, wie geil! Und ja. Zuerst machen wir dann diese Rundfahrt mit euch. Ja, also Hammer! Ja. Ja, Mann, richtig gut! Gerade noch Karin und Lukas getroffen aus Frankfurt. Die sind hier auch gerade oben, machen Urlaub. Lukas, mit dem bin ich zusammen schon im Mai 2-mal auf den Feldberg hochgefahren. Gab es ja auch einen kleinen Community Ride. Haben noch mit den beiden geschnackt. Die sind auch nächstes Jahr in Finnland mit am Start, sowie 260 andere wilde Leute. Darauf freue ich mich schon so sehr, das wird geil. Und wenn ihr mich fragt, was das schönste Stück bisher auf der ganzen Tour war, dann fahrt einfach mal von Zandvoort nach Scheveningen. Es ist absoluter Traum. Gleich für unsere Unterkunft. Oh, Digga. Hauptsache, wir wohnen im Zweiten. So, Freunde, kurzes Update aus dem Leben. Wir haben jetzt noch 2 Tage hier in Scheveningen und müssen jetzt 5 Kilometer zum Bahnhof fahren. Weil diese eine Bahn, die in Deutschland fährt, ich weiß nicht, kennst du den Namen? Nee, ne? Auf jeden Fall, es gibt ja so eine Bahn, die wohl in Deutschland fährt, und die hat es immer noch nicht geschissen bekommen. Leute, es ist so räudig, also wenn... Deutschland kann schon keine Radwege, ne? Aber wenigstens Radtickets, dass man die easy dazu buchen kann.
Es ist so nervig. Ja, und jetzt fahren wir nach Den Haag zur Sandry Station. Ich wollte gerade sagen, zum Europäischen Gerichtshof. Ich glaube, der sitzt auch in Den Haag. Ja, auf jeden Fall, da könnten wir gleich am besten danach hinfahren, nachdem wir das Fahrradticket dann hoffentlich irgendwie erworben haben. Ja. Naja, auf jeden Fall ist der Hustle real. Wir fahren da jetzt hin. Hoffen, dass wir uns da dann ein Radticket holen können. Aber es ist so nervig jedes Mal, Mann. Die brauchen sich nicht wundern, dass Leute eher mit dem Auto fahren oder wollte ich mal kurz loswerden. Erzähl mal, wie weit bist du gekommen? Was hast du ergattert? Ich erzähl, erstmal haben wir es online, also gerade an so einem Automaten versucht und da ging es auf jeden Fall nicht. Dann habe ich mich hier eben an den Schalter gestellt, schön gewartet die ganze Zeit, habe dann gefragt, so, jo, wie sieht's aus? Ich würde gerne ein Fahrradticket für die und die Züge halt. Und der dann so, ja, das ist ein IC, das kann ich von hier aus nicht sehen, obwohl der Zug von hier aus startet. Kann er das von hier aus nicht sehen, ob da noch Plätze reservierungspflichtig sind oder ob noch was frei ist. Deswegen hat er mir jetzt eine Telefonnummer aufgeschrieben, wo wir anrufen können. Nein, wo wir anrufen können. Oder ansonsten kann man von Amsterdam Schiphol, von dem Airport aus, das war ja auch der, wo ich damals von Basti zurück nach Amsterdam, von dort aus kann man das mit Reservierung und so weiter machen. Das ist ja super, aber wir wissen ja nicht, ob wir dann noch ein Fahrradticket bekommen. Nee, genau, richtig. Also einfach auf Glück. Aber meistens hat man mit der Bahn ja richtig Glück. Meistens habe ich ein super Gefühl. Ich glaube, wir fahren mit Fahrrad lieber Donnerstag früh um 4 Uhr. 420. Ich schreie gleich so im Dreieck. Alter, wir sind hier jetzt gerade extra 5 Kilometer hergefahren, um eine scheiß Telefonnummer zu bekommen. All our agents are busy. Please hold, Alter. Da ist niemand busy. Wenn da mal jemand busy wäre, hold, dann würde es ja funktionieren. Oh. Fazit? Lass es einfach. Ey, ich spring gleich wieder ins Meer. Ihr könnt ja immer live von dem Kabel sehen, wie hast du alles ans Reingekommen gehen kann? Digga, unten steht mein Fahrrad jetzt mit Haustürschlüssel mit allem drin. Wenn die Kamera jetzt nicht an wäre, würde ich so Ärger bekommen. Ich komme mir gerade vor wie der gestern im 7. Stock. Ihr wisst es. So, Freunde, unsere Zeit in Scheveningen geht auch zu Ende. Unsere Zeit in Scheveningen und unsere Tour geht jetzt langsam zu Ende. Wir fahren jetzt nochmal Richtung Bahnhof, allerdings Richtung Busbahnhof und werden dort dann den grünen Bus nehmen nach Hause. Ja, und so hatten wir ein unvergessliches Reiseerlebnis. 8,5 Stunden im Bus, aber es hat alles geklappt. Man kann sich nicht beschweren. Falls ihr das Video bis hierhin geguckt habt, schreibt doch bitte einfach mal #Fahrradticket in die Kommentare. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.